Ja, hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Christina Gubuse-Frimpong und ich möchte heute mit euch entspannt in den Tag gleiten. Und Meditation ist natürlich ein weiter Begriff. Also es gibt ja wirklich viele verschiedene Arten, wie man in die Meditation reingehen kann. Ich möchte das heute mit Prana machen. Was ist Prana? Prana ist die Lebensenergie, die du überall durch alle Wesen, durch uns durchfließt, die uns gesund hält, die uns aktiviert. Und haben wir zu wenig Prana, kann das tatsächlich auch auf unser Gemüt zuschlagen und es kann auch körperliche Probleme mit sich bringen. Deshalb möchte ich das heute mit euch aktivieren. Bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal die Öle zeigen, die wir dafür heute mit nutzen. Und da habt ihr natürlich auch die Wahl. Einmal ist es der Weihrauch und der heilige Weihrauch. Ich erzähle einmal was zu dem Weihrauch selber, was Vihakatari. Also der Weihrauch, den nutze ich jeden Tag und das auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also gar nicht nur für die Entspannung und für die Meditation oder für mein Yoga, sondern das hat auch eine, der Weihrauch hat eine wunderbare Wirkung auch für die Haut. Also es wird mein täglicher Begleiter auch dafür richtig sänftigt und schöne, geschmeidige Haut bekommt man dadurch. Aber es erhebt uns natürlich, erhebt unser Gemüt, vielleicht auch wenn wir nicht so gut drauf sind, macht das wirklich ganz, ganz, ganz stark was mit uns. Und der heilige Weihrauch wird von mir tatsächlich für besondere Halten genutzt. Wenn ich jetzt ein Yoga-Retreat mache oder wirklich in eine tiefe Meditation für mich einsteige oder auch bei Zeremonien, also dafür nutze ich gerne den heiligen Weihrauch. Er ist um einiges subtiler und feiner. Wenn man die Öle öfter anwendet, man spürt es richtig. Man kann auch mal regelmäßig das anwenden, um einfach auch mal den Unterschied zu spüren. Es sind beides wundervolle Produkte, muss ich sagen. Ich liebe sie. Doch das ist für mich immer noch mal etwas Besonderes mit dem heiligen Weihrauch. Also den könnt ihr sehr gut dafür nutzen heute. Wir sind ja im Januar. Das ist der Thema. Das Thema Erdung, deswegen auch jetzt für das Pranayama würde ich noch empfehlen, Grounding. Wenn du Grounding zur Verfügung hast, da mache ich auch gleich nochmal eine kleine Salbung mit euch, dass wir geerdet sind, dass wir einfach ankommen und nicht zu viel in der Luft. Ich hoffe, ihr seid jetzt schon ein bisschen wach geworden auch, aber wir resetten uns dadurch auch. Grounding ist eine Mischung. Ich kann auch gleich noch mal ein bisschen was zu den Inhalten sagen, was damit drin ist. In Grounding ist die Schwarzwichte mit drin. Das öffnet uns für emotionale Blockaden, die vielleicht noch da sind. Ylang Ylang ist der Ausgleich für männlich und weiblich. Waldkiefer ist super bei Stress. Zedernholz hat viele Saskatapine und stimuliert das limbische System. Deswegen auch wunderbar, Zedernholz als Einzelöl, auch für die Meditation ein tolles Öl oder auch wenn du Konzentration brauchst. Und der Wacholder. Wacholder ist ein Schutzöl. Das können wir auch nutzen, wenn wir mal draußen sind mit vielen Menschen. Super. Das ist im Grounding drin. Wie gesagt, dazu machen wir gleich noch was. Was ich noch empfehlen kann, ist Gratitude, dazu machen wir nachher auch noch mal was. Gratitude ist eines meiner Lieblingsöle, denn Gratitude bedeutet Dankbarkeit und Dankbarkeit ist einfach ein essentieller Schlüssel für mehr Lebensfreude, für ja, einfach leicht auch durchs Leben zu gehen, auch wenn es im Außen mal stürmisch ist, doch wirklich alles anzunehmen, für das dankbar zu sein, was wir haben, für die kleinsten Kleinigkeiten, die das Leben eigentlich auch groß machen, was es eigentlich, die machen das Leben bedeuten und sich dessen bewusst zu sein. Deswegen ist das eines meiner Öle, die mich viel begleiten und die auch ganz, ganz viel in mir bewirkt haben schon. In Gratitude ist die Balsamtonne mit drinne. Die Balsamtonne hilft uns, unsere Energie auch wieder zu erneuern. Die Bergamotte, auch ein ganz wunderbares Öl. Weihrauch,
Koriander, die Möhre, Ylang Ylang, Galbanum. Galbanum ist wirklich auch für spirituelle Zwecke ein ganz tolles Öl. Also Gratitude, wenn du es hast, halt es schon mal bereit. Und dann, ich könnte so viele Öle eigentlich nehmen, aber das, was Nummer 3 ist, White Angelica. White Angelica, weißer Engel, ist auch ein ganz, ganz tolles Schutzöl. Und da kann ich nur sagen, wenn du Schutz brauchst, wenn du viel draußen bist, dann nutze einen Tropfen von White Angelica. Verneble es, rieche dran und dann lass es einmal um deine Aura fließen. So, wir fangen jetzt aber einmal an. Und zwar zu Beginn möchte ich einmal mit euch das Grounding einmal auf die Füße einsalben, dass wir wirklich auch, wie das Wort schon, Erdung auch uns spüren, richtig schön einmassieren. Achso, genau, das Öl aktivieren wir, indem wir einen Tropfen auf unsere linke Handfläche machen, 2 Finger salben wir im Uhrzeigersinn 3-mal das Öl. Und dann, wie gesagt, massieren wir das an die Stellen, wo wir es brauchen. In diesem Falle auf die Füße. Genau. Und ich würde sagen, wir inhalieren es auch gerne noch einmal. Sehr schön. Prana, was ist Prana? Prana ist, habe ich schon erzählt, die Lebensenergie, die Kraft, die durch uns durchfließt. Und der Sanskrit-Begriff Pranayama, Prana bedeutet so viel wie kosmische Energie und Yama bedeutet Kontrolle oder auch Auswertung. Das heißt, bei den Pranayama-Techniken geht es also nicht um Atemübung, die es oftmals mitgeteilt wird, sondern es geht um den richtigen Einsatz des Bewusstseins. Und da möchte ich heute mit euch einfach reingehen. Denn die Kraft der Gedanken und auch die Kraft der Visualisierung ist das, wodurch wir Prana empfangen und wodurch wir quasi unseren Prana-Haushalt, wo wir durch das richtig aufnehmen und der Fluss zu fließen beginnt. Durch diese Visualisierung und auch durch die Kraft der Gedanken. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit, deswegen werde dir jeden Tag bewusst, was denkst du gerade? Wo befindest du dich gerade? Aber du kannst es auch lenken, wenn du merkst, es geht in eine Richtung, wo es sich überhaupt nicht gut anfühlt, wo du auch gar nicht hin möchtest. Lenke deine Gedanken kontrolliert in eine Richtung, wo du sein möchtest. Und für die Übung, die wir heute machen, nutzen wir ein Mudra. Mudra sind Haltungen, die uns unterstützen. Und heute arbeite ich mit dem Prithivi Mudra. Das ist einmal eine Stärkung fürs Bewusstsein. Dann nehmen wir den Daumen und den Ringfinger, pressen wir wirklich stark auch aufeinander. Denn diese Haltung hilft uns dabei, Mängel im Materiellen mit auszugleichen, wenn du die richtigen Gedanken hast und sie in die richtige Richtung führst. Und dieses Mudra ist auch für Erdung. Das, was wir auch gerade gemacht haben mit dem Grounding, das ist Erdung. Und deswegen auch dieses Mudra. Und es schenkt uns gleichzeitig auch Vertrauen, Zuversicht, Sicherheit. Das ist tatsächlich, kannst du mit Mudras bewusst ganz viel arbeiten und das auch im Alltag als Alltagsübung nutzen, indem du den Ringfinger und den Daumen aufeinander nimmst und dann deinen Atem fließen lässt. Du kannst natürlich deine Augen schließen, dann ist man nicht abgelenkt im Außen, das ist immer ein Vorteil. Und dadurch, wenn du das mindestens 3 Minuten machst, das ist das Minimum, dann macht das ganz stark was mit dir. Probier das gerne mal im Alltag aus.
Die Öle unterstützen uns natürlich in dem ganzen Prozess und erheben uns. Das ist der Äther, das ist ein ätherisches Öl und es geht in deine Zellen und es aktiviert etwas und es arbeitet mit dem limbischen System. Deswegen hast du einfach noch einen schnelleren, einfacheren Zugang. Und natürlich, wenn man das im Alltag macht, ich empfehle, wenn du dann die Möglichkeit hast, es ruhig 5 bis 10 Minuten einfach mal zu machen und dich da richtig reinzufühlen und auch richtig reinzuatmen und schau einfach mal, was es bewirkt. Und bring deine Atem zur Ruhe, lenke dein Bewusstsein auf das, was du dich konzentrieren möchtest. Lass es auf Vertrauen, auf Kraft, Sicherheit, Dankbarkeit. Vielleicht hast du auch ein spirituelles Ziel, Füllebewusstsein. Also du hast wirklich die Möglichkeit, es richtig zu nutzen für dich und für deine Ausrichtung. Wir machen diese Übung einmal. Und atmen einmal richtig tief mit dem, was wir visualisieren, einmal an. Spüre den Atem, wie er tief in deine Zellen geht und wie er dich beim Fließen wieder rauslässt und alles sich entspannt. Komm einmal an, löse alles und ich werde mit euch gleich eine Prana-Kraftatmung machen. Atme einmal länger aus, als du einatmest und lass alles ziehen, was dich verlassen darf. Lade alles ein, was jetzt kommen darf und bei dir sein darf. Visualisiere dein Ziel. Mach es dir klar vor Augen, was auch immer es ist. Geh da einmal richtig rein. Spüre auch die Dankbarkeit, die dich durchfließt, die alle deine Zellen durchleuchtet. Schenke dir ein Lächeln und atme einmal tief ein und auch wieder aus. Ich werde jetzt noch einmal, wenn du einmal angekommen bist, eine Prana-Kraftatmung mit euch machen. Ich mache das alles gerne sonst ein bisschen länger. Also du darfst mich natürlich auch, wenn es für dich interessant ist, ich gebe auch Meditationskurse und da ist das alles ein bisschen ausgeweiteter. Ich würde euch gerne in die Prana-Kraftatmung nochmal reinbegeben, denn wir beginnen ja den Tag, wir beenden ihn nicht. Das heißt, wir wollen Energie tanken und das können wir mit der Atmung ganz gut und konzentriert erreichen. Bei Prana-Atmung ist es wichtig, da gibt es 3 Sequenzen,
Das ist einmal das Einatmen, das Anhalten und das Ausatmen. Wenn wir das jetzt hier machen oder generell auch wenn du Anfänger bist oder es einfach neu für dich ist, mach es in der Sequenz, wie ich es dir jetzt zeige, denn wir können mit dem Atem sehr viel erreichen, wenn man noch neu auf dem Gebiet ist und man weitet es schon zu schnell aus, kann das auch körperliche Unbefindlichkeiten, Unwohlgefühl, es kann mit Schwindel zu tun haben, deswegen fang erst mal so an, wie ich es hier zeige und wenn das Bedürfnis irgendwann mal da ist, wende dich auch gerne an mich oder an die Yoga-Praxis, ein Buch oder was auch immer und befasse dich damit, denn die Atmung, die lenkt wirklich so viel und wir können damit ganz, ganz viel erreichen. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, wenn wir es nicht richtig anwenden und zu lange die Luft anhalten zum Beispiel. Also heute machen wir es so, dass wir 4 Sekunden einatmen, 16 Sekunden anhalten und 8 Sekunden ausatmen. Also beginnen wir einmal mit dem Einatmen. Das Mudra haben wir nach wie vor. Das wiederholen wir jetzt 7-mal. Wenn du dann soweit bist gleich, spüre einmal richtig nach. Beim Anhalten des Atems haben wir die Möglichkeit, sehr viel Prana in uns aufzunehmen. Also es ist auch eine tolle Übung, wenn man mal in einer Situation ist, wo man Konzentration braucht, wenn man sich erden möchte oder wenn man sich einfach ausgleichen möchte. Und spür dort einmal hinein. Diese Übung ist definitiv anwendbar für den Alltag und sie kann uns dort gut begleiten. Dann möchte ich euch auch noch mal eine Übung zeigen, wie wir Prana speichern können. Prana speichern können wir im Sonnengeflecht, das ist das Solarplexus, das ist das Nervengeflecht im Oberbauch.
das ist eigentlich der zentrale Punkt auch mit von unserem Körper, von unseren 7 Chakren auch. Das ist jetzt, auf die Chakren kann ich jetzt leider aus zeitlichen Gründen nicht eingehen, wo wir sehr viel Energie speichern und aber auch abgeben können in unserem Körper. Und es ist das Element des Feuers, das heißt, es ist ein Symbol, das für sehr viel Energie und sehr viel Kraft steht und dadurch auch das Zentrum des Körpers. Und wenn wir das ins Fließen bringen, können wir sehr powerful sein. Und dafür möchte ich auch noch eine Übung mit euch machen, dass wir da quasi jetzt nochmal in unser Feuer reinkommen und Prana speichern. Also, lege dafür bitte deine linke Handfläche auf die Magengrube, also auf das Sonnengeflecht. Und lege die rechte Hand auf den linken Handrücken. Und lasse nun, ich muss mal einmal ganz kurz mich selber ein bisschen lockern, lasse nun deinen Atem einmal fließen, schließe deine Augen. Und sobald du guten Kontakt zu dir selber hergestellt hast, beginne gleich mit einer Visualisierung. Komme erst einmal bei dir an. Stelle dir vor, wie du mit jedem Einatmen kosmische Energie aus deiner Umgebung aufnimmst. Und lasse diese Lebensenergie als helles, gelbes Licht in dein Nabelchakra oder auch in dein Sonnengeflecht fließen. Lass es richtig reingleiten. Nutze dafür die Ausatmung, um das Licht in dir auszudehnen. Spüre, wie der Fluss stärker wird. Und dich in jede Zelle deines Körpers ausdehnt. Verweile jetzt eine Minute bei dieser Visualisierung. Spüre, wie dein Körper sich mit Energie füllt und beobachte einfach mal, was passiert. Und dann komm einfach wieder hier an. Atme nochmal tief aus. Öffne deine Augen. Kreise deine Schultern. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesen kurzen einschlägigen Sequenzen etwas mitgeben. Wie gesagt, wenn du da mehr Interesse hast,
Du findest mich hier auf Facebook unter Christina Ashanti oder Christina Ashanti Essence of Nature oder auch bei Instagram. Du kannst mich gerne persönlich anschreiben. Ich freue mich und werde jetzt in Zukunft auch Webinare nach außen geben, Meditationen oder stille Übungen, Atemtechniken, alles, was mit Entspannung zu tun hat, unterschiedliche Techniken, Qigong. Genau, dann melde dich gerne. Ich freue mich.